Theoretiker, One Piece-Theorien und mehr. Yo, liebe Leute, schönen guten Tag und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen One Piece Video auf meinem Kanal, und zwar wieder ein Faktenvideo, und zwar nicht zu irgendeinem Charakter, sondern zu Gott Enel, der ja nach seiner Niederlage gegen Ruffy auf Skype hier einfach durchgezogen ist mit der Arche Maxim auf den Mond. Leute, dazu später noch mehr. Auf jeden Fall, das Kit-Gewinnspiel zu dem Kit-Faktenvideo geht noch eine Woche, Leute, deswegen wollte ich das hier noch nicht auflösen an dieser Stelle. Was aber natürlich dazugehört zu so einem Faktenvideo, ist natürlich wieder ein kleines Gewinnspiel, und zwar eine Enel-Figur. Um die zu gewinnen, müsst ihr einfach nur Abonnent des Kanals sein, ein Daumen nach oben geben und einmal einen Kommentar schreiben, dass ich weiß, dass ihr überhaupt mitmachen wollt bei dem Gewinnspiel. Heute habe ich meinen guten Freund und auch YouTuber, One Piece YouTuber Akata dabei, und der wird mit mir zusammen euch die Fakten jetzt vortragen, und ich würde sagen, der fängt einfach mal an mit dem ersten Fakt, Leute. Viel Spaß! Unser lieber Enel hat ein Kopfgeld von 500 Millionen Berry. Das wurde von Oda so bestätigt. Wenn er im Blauen Meer unterwegs wäre, ist er ja aber nicht. Er ist mehr so ein Mondmensch, er ist im Mond aktiv, aber naja, vielleicht kommt er ja später, war vielleicht so eine Art Vorstellung von Oda. Dazu hat er am 6. Mai Geburtstag und kommt aus dem Birka-Königreich. Zudem gibt es aber nachher noch einen Fakt. Über den Ort Birka ist nicht viel bekannt, Leute. Wir wissen jedoch, dass es eine Himmelsinsel ist und dass Enel mit großer Wahrscheinlichkeit da seine Teufelsfrucht gefunden hat, beziehungsweise irgendwie bekommen hat. Es ist eine der stärksten Teufelsfrüchte. Natürlich gegen Ruffy war sie nicht so stark, aber dennoch, wenn man sie vergleicht mit anderen, ist sie eine der stärksten Teufelsfrüchte. Außerdem hat er auf Birka viele starke Kämpfer, beziehungsweise seine Priester rekrutiert, seine vier Priester und seine zukünftigen Gotteskrieger, mit denen er ja in seiner Armee letztendlich gegen die anderen gekämpft hat. Und er hat auch mit seiner Armee, beziehungsweise mit seinen Kämpfern Birka ausgelöscht, das Birka-Königreich. Warum er dies getan hat, weiß man nicht. Man weiß nur jedoch, dass er es getan hat. Wenig später hat sich unser lieber Enel dann drangesetzt und wollte den Upper Yard angreifen, weil er Gold, das Gold auf der Insel für seinen Plan gebraucht hat. Dazu hat er das Gotteshaus angegriffen und hat Gunford besiegt und seine gesamten Truppen, und das mit Leichtigkeit. Dann haben 650 Gotteskrieger für ihn die Arche Maxim dann bauen und ja, beziehungsweise Zwangsarbeit dort leisten, damit die Arche Maxim überhaupt angetrieben werden kann. Nachdem Enel von Ruffy besiegt wurde, stieg er auf die beschädigte Arche Maxim. So konnte er zum Mond fliegen, welcher er ja auch Ferryworth nannte. Dort gab es eine antike Stadt, die auch Birka hieß, was auch ziemlich mysteriös ist, weil sein Ursprungsort hieß auch Birka. Ob dieses Mond-Birka-Königreich auch was mit dem Birka-Königreich auf der Erde zu tun hat, das ist die große Frage. Ich kann es mir durchaus vorstellen, das wären zu viele zufällige Parallelen, die einfach aufeinandertreffen. Deswegen muss das irgendwie miteinander zusammenhängen. Enel ist sehr überheblich, weil er einen Gotteskomplex hat. Es gibt einige Charaktere in Anime, die das auch haben, und er hat sich immer selbst als Gott bezeichnet, aber vielleicht liegt das ja auch daran, dass er an Gott Raiji angelehnt ist. Der ist genauso vom Design her, und ja, Oda hat ihn wahrscheinlich daran angelehnt. Hier seht ihr noch ein Bild von ihm. Fakt Nummer 6, liebe Leute. Unser guter Ichiro Oda bestätigte in einer FPS von Band 69, dass der Mond noch eine sehr wichtige Rolle spielt und dass was Göttliches auf uns zukommen wird. Wir wissen alle, inwiefern das gemeint ist, dass Enel, in Klammern, nämlich das Göttliche, natürlich, weil er sich als gelber als Gott bezeichnet, als Gott Enel, auf uns zukommt, also zurückkommt von dem Mond, und dass er dann irgendwie das aufklären wird mit dem Birka-Königreich, mit dem Mond, auch mit den komischen Hieroglyphen, die er dort gesehen hat, über die antiken Waffen, und das ist alles ein bisschen mysteriös, aber Oda hat uns schon so ein bisschen angeteased, dass es auf jeden Fall kommen wird. Aber anders als Enel ist Gott Raijin, wie viele Götter, es gibt ja immer diese Einstufung, entweder gut oder böse, aber Gott Raiji war eher keins von beiden, also man konnte es nie genau sagen, und da könnte man vielleicht auch herleiten, dass Enel später neutral gegenüber Ruffy sein wird. Und dazu gibt es noch eine Gemeinsamkeit, und zwar hat Raijin seine Gegner gnadenlos mit Blitzen gepeinigt, und ja, Enel hat ja auch eine Attacke, die Kaminari heißt, und ja, Kami heißt ja Gott, und ja, Gottes Blitz heißt dann Kaminari. Diese Attacke sozusagen hat auch Raijin eingesetzt, könnte man sagen. Fakt Nummer 8, liebe Leute, und zwar ein kleiner Fehler in der deutschen Fassung von One Piece, und zwar im deutschen Anime wird zu Enels Endform 20 Millionen Volt gesagt, also seine Endform 20 Millionen Volt, und im Original, also im japanischen Original, wird es gesagt, dass es 200 Millionen Volt sind, und das ist ja eigentlich schon ein erheblicher Unterschied, Leute. Enel ist der erste große Antagonist, der Haki benutzt hat in One Piece.
das Mantura, Vorherahnungshaki sozusagen, war Enel. Wie gesagt, einer der ersten Gegner, die das überhaupt einsetzen konnten. Und er ist auch einer der ersten großen Gegner sozusagen in One Piece, ja, die keiner Fracht sozusagen angehören. Er ist kein Pirat und keine Marine. Die anderen Gegner waren vorher immer Piraten oder ein Teil der Marine. Und Enel war hier keins von beiden. Ja, liebe Leute, der 10. und auch letzte Fakt ist ein kleiner Funfact. Und zwar gibt es einen italienischen Elektrizitätsanbieter, der, wer hätte es gedacht, Enel heißt. Also der hat sich Enel genannt, einfach so. Ob das jetzt was mit unserem guten Enel zu tun hat aus One Piece, ist halt die andere Frage. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Das waren die 10 Fakten, Leute, zu Enel. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu ihm denkt. Wann wird er wiederkommen? Es ist ja die große Frage. Und es haben auch schon Millionen Leute, Millionen Videos dazu gemacht. Meinerseits auch natürlich. Ich habe viele Videos über ihn gemacht, dass er wiederkommen wird. Ich denke immer noch so um und bei Wano Kuni, beziehungsweise kurz danach vielleicht, dass er dort wiederkommen wird. Ich bin gespannt auf seine Erkenntnis, ob er vielleicht mit Ruffy verbündet ist. Oder ob er immer noch so den Antagonisten spielt und sich als Gott aufspielt auf dem Blaumeer. Das ist halt die große Frage. Aber er wird wiederkommen oder hat uns ja auch schon ein bisschen angeteased darauf. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und ich bin raus und wünsche euch ciao und tschüss.